Pan, der Gott des Waldes, war immer einer von seinen Mitmenschen verachteter Gottheit. Nachdem er jedoch die Panflöte erfunden hatte, blühte sein musikalisches Talent auf und der Gott wurde überall, wo er hinkam, verehrt und respektiert. Pan wanderte mit seinem neuen Freund König Midas durch die Wälder und Wiesen. Letzterer war für seine Fähigkeit bekannt, alles, was er berührte, in Gold zu verwandeln. Doch dieses Talent wurde zu einem Fluch. Nachdem Dionysos ihm die goldene Berührung genommen hatte, lehnte Midas das abscheuliche Metall ab und lebte bescheiden in den Wäldern. Dort lernte er Pan kennen und die beiden wurden gute Freunde. Das Ego des Waldgottes wuchs durch das Lob derer, die seinen Liedern zuhörten. Pan begann zu glauben, dass er der größte Musiker aller Zeiten sei und begann damit zu prahlen. Aber eine Nymphe im Publikum sagte, dass der Gott Apollo sehr wohl der größte aller Musiker sein könnte. Sogar Apollos Lyra wird von dem herrlichen Klang meiner Flöte übertönt. Wenn er so gut ist, warum fordert er mich dann nicht zu einem musikalischen Duell heraus? Mein Freund, es ist nicht klug, Apollo herauszufordern. Er ist der Gott der Musik. Auf wessen Seite stehst du? Du weißt, dass wir Freunde sind und ich dich immer unterstützen werde. Pans Herausforderung erreichte Apollos Ohren, der sie schnell annahm und zu dem für das Duell vorgesehenen Ort ging. Du bist also derjenige, der behauptet, dass du den Gott der Musik in einem Streit besiegen kannst? Der Gott der Musik, der Gott der Sonne, der Gott der Prophezeiung. Du hast viele Rollen angehäuft, aber heute werde ich dich von einer befreien. Ach, du konntest nicht einmal Orpheus, meinen sterblichen Sohn, schlagen. Geschweige denn den großen Apollo. Die Götter, Nymphen und anderen Waldbewohner versammelten sich, um dem größten musikalischen Wettbewerb aller Zeiten zu lauschen. Pan ergriff seine Flöte und begann das Konzert. Sein Können war bemerkenswert, die Melodie begeisterte alle Zuhörer. Der Gott des Waldes beendete seine Musik und wurde bejubelt. Er würde kaum besiegt werden. Doch der Gott Apollo ließ sich nicht beirren. Nachdem er seine Leier gestimmt hatte, bereitete er sich darauf vor, seine Musik zu spielen. Die Akkorde des Gottes waren perfekt. Die Harmonie war absolut. Kein Klang könnte göttlicher sein. Das Publikum rief: Bravo! Aus den Augen der Nymphen traten Tränen der Rührung. Der Sieg schien klar. Die Menschen zeigten auf Apollo als Sieger. Die Nymphen und Faune, obwohl sie beide mochten, entschieden sich ebenfalls für den Sonnengott. Midas würde sein Urteil fällen müssen. Er sah seinen Freund an, der angesichts der drohenden Niederlage niedergeschlagen war. Heute hat Apollo alle mit seiner Musik berührt. Aber Pans Flöte war nicht weniger als perfekt. Ich erkläre Pan für überlegen. Midas wusste, dass Apollo den Wettbewerb bereits gewonnen hatte und beschloss, seinem Freund eine Troststimme zu geben. Aber er hatte nicht mit der Reaktion des Gottes Apollo gerechnet, der Pan mit einem einstimmigen Sieg demütigen wollte. Der Gott wandte sich an Midas und sagte: Du scheinst ein Interesse an Musik zu haben, aber ich glaube, dass deine Ohren dir nicht von Nutzen sind. Aber das kann ich ändern. Apollo setzte seine Kräfte ein, um Midas zu bestrafen. So ist es gut. Mit diesen neuen Ohren wird jeder erkennen, was für ein großartiger Musikkritiker du bist.